Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen. Und einen wunderschönen. Bei Part 45 Total War Warhammer 3. Mit den Weltenwandlern und ihrem Oberwandler, Wulfric. Da unten ist er. Beim letzten Mal hat der liebe Wulfric, da war Leon Coeur unterwegs, den haben wir noch automatisch weggemacht. Und da drüben haben wir ein Siedlungsabwehrgefecht beim Bau des Trollkönigs geschlagen und gewonnen. War im Interesse der Abwechslung eigentlich auch wieder mal was, weil Siedlungsverteidigungen haben wir bislang noch nicht so oft gehabt. Ja, aber die Runde war soweit durch. Stimmt, der Krog sollte sich noch ein bisschen schonen. Ja, die Runde war aber soweit durch. Genau, nächste Runde. Und in dem Part geht es jetzt endlich hoffentlich aus, dass wir diese Herausforderer-Armee zu fassen kriegen. Und wegmachen können. Mit unserem lieben Zenschkerl. Wie gesagt, dem haben wir eine Armee aus dem Besten gegeben, was Norska so zu bieten hat. Und ich finde es immer noch geil, dass der die Schildfunktion mitbringt und auf alle Einheiten dann, ja, ausdehnt. Und dann haben wir jetzt ganz einfach einmal einen Mammut, das den Zensch-Schild hat. Und das ist geil. Schilde auf volle Leistung, Captain. Okay. Schidi. Grabjäger, Nekropolenritter, ein Hero-Titan. Ja, ist schade um die vier Einheiten. Aber so ist das. Es ist geil, wie krass underrated die sind, verglichen mit uns. Verglichen mit uns. Na, danke. Darauf ein Schluck H2O. Plätscher, Plätscher, Plätscher. Siegfalt der Prachtvolle. Der scheinbar ein bisschen zenschifiziert ist, wenn ich mir das Symbol da so anschaue. Bäh, 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 bäh. Schattenlegion, genau, mit Bellacor sind wir ja jetzt auch verbündet. Der Isenbro. Der Isenbro. Okay. Genau. Wir schauen uns einmal da drüben um. Okay, dauert noch bis zur nächsten Runde. Du kannst den aber auf jeden Fall schon mal angreifen. Du kannst den angreifen. You're demise.
aus Broadcast-Rolle. Er hat halt die Artillerieüberlegenheit. Sprich. Dann müsste man dann ein bisschen rushen. Zum gegebenen Zeitpunkt. Wulfric. Du brauchst auf jeden Fall ein bisschen Erholung. Was bist denn du? Oh, okay. Und ein Zuat. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt empfehlenswert ist. Wobei andererseits, ich speichere das einmal. Es ist nicht eigentlich original keine starke Armee. Nicht einmal sonderlich groß, nicht einmal sonderlich viele Ritter, vielleicht geht sich das aus, dass wir das trotzdem automatisch auswürfeln lassen können mit Wulfric jetzt. Einfach nur, dass die Dame, die Tante hinfort ist. Geht das? Ja, das geht. So, und du gehst in die Plünderstellung. Okay, da kannst du eigentlich auch zurück bewegen, ist es egal. Und. Die Barbaren ein bisschen verbessern. Das kommt denen auf jeden Fall zugute. Du. Ja, ist eigentlich ja schon alles vergeben. Oder das meiste vergeben, was irgendwie wichtig ist. Okay. Mr. Torok. Du weichst auf jeden Fall ein bisschen aus. Und holst dort halt 4 Runden, ist ein bisschen schade, aber ist halt so. Natürlich Ansturm. Und ja. Mehr Quecksilber. Okay, wie schaut's denn aus? Eine noch. Letzte Siedlung noch. Ich nehme mal an, der wird uns so oder so kriegen. Ganz egal. Warte mal. Ja. Dann ist das egal, dann können wir die Aktion noch einmal versuchen. Aber vielleicht ist der liebe Kerl. Ja, okay.
an keinem Frieden interessiert. Okay, Surta. Du kriegst auf jeden Fall bessere Garnison und da bauen wir das Cash Building. Dann hier ebenfalls Garnison, besserer Hafen, besseres alles. Dann können wir die 80. Siedlung jetzt holen. Ja, das machen wir. Das machen wir. Und die Nummer 80. Yep. Okay, dann fehlen, wie gesagt, nur noch die Herausforderer. Wieder. Jawollo. Jolo, jawollo. Mr. Nagezahn, du Armeengarnison nicht bewegt, ja. Den werden wir auflösen. Bei Zeiten. Jo, dann schicken wir uns in die nächste Runde. Flink. Flink, Flo und Fly schicken wir uns in die, hauen wir uns in die nächste Runde. Und schauen uns endlich dann die Schlacht an. Gegen den Hundekerl da. Und im nächsten Part können wir uns dann. Die Abschlussschlacht mit Wulfric genehmigen. Und dann waren wir durch mit Part Nummer 46. Genau, das ist 45 jetzt und dann beim nächsten Mal halt eben 46. Mit Option auf einen Bonuspart, dass wir vielleicht mit Asrek noch eine Schlacht machen. Je nachdem, wie cool das jetzt wird mit der Schildfunktion. Schauen wir, vielleicht können wir uns aus der Affäre ziehen. Okay, können wir leider nicht. Ja, dann gibt es auch hier die Verluste zu beklagen. Aber es ist egal, wir können mit den zwei Armeen mittlerweile eigentlich abhauen. Also brauchen wir alles nimmer mehr. Let's talk terms. Done with it. Zeit für einen Bau. Bin auch noch gespannt, zwischen Weihnachten und Neujahr wird es sich hoffentlich ausgehen. Also jetzt gerade, wo ich aufnehme, ist der 18. Dezember. Und am Donnerstag, glaube ich, ist der zweite Teil von Avatar rausgekommen. Bin sehr gespannt drauf. Also hat man damals den ersten im Kino genehmigt. Das ist ja auch schon wieder 13, genau, es ist 13 Jahre her, vor 13 Jahren. Und was so dieses
Ding angeht mit 3D Filme, das ist irgendwann komplett außer Mode gekommen. Aber da ist einfach nie was an Avatar jemals wieder rankommen. Das war einfach unerreicht. Wiewohl die Story natürlich nur Pocahontas war, aber. Und ja, so zwischen Weihnachten und Neujahr wieder ein bisschen Zeit fürs Kino. Wäre auch geil. Der hat gegen den kein Level. Okay, also. Wir haben viermal Auserkorene. Chaoskrieger mit hellen Barden. Dürften die Frostwürme vermutlich ziemlich umhocken. Er hat einen Chaosriesen und wie gesagt, er hat die Artillerieüberlegenheit. Von daher wird das echt spannend sein, von daher müssen wir eher auf ihn zurushen. Auf den Hund. Kaff hat er nicht viel, die können wir vielleicht irgendwie rauslocken oder sowas. Aber es sind halt Chaosritter, das ist halt auch wieder nicht so ganz lebend und bekömmlich. Aber wie gesagt, wir haben die Schilde, lalalalala. Ein schwer zu tötender Wirbelwind des Todes. Und ja, so fürs nächste Jahr, was mich reizen würde, also natürlich kommen weitere Warhammer Runs. Was mich aber ebenfalls einmal reizen würde, ist einmal reinschauen bei Third Age Total War. Das wär noch cool. Mal zu machen. So, die Todbringer stehen zentral, das ist klar. Ah, wir haben eine Vorbotaufstellung mit denen sogar. Man könnte uns mit der Kaff eigentlich verstecken. Oder wir teilen das ein bisschen auf. Dann die lieben Fimir-Typen. Ah, okay, das ist auch Flugeinheit. Aber jetzt nicht gewusst. Flatter, flatter. Ah ja, genau. Wunderbar. Okay, dann. Rack'n'Roll. Also ja, Rack'n'Roll sagt er ja und drückt auf Pause, ne? Get them!
Vielleicht ein bisschen retour. Ein bisschen retour, habe ich gesagt. Aber du kannst ja mal auf den Riesen schießen. Ja, ganz so gut war das jetzt nicht, aber bitte. So. Dann geben wir Angriffsbefehle. Die Fimiers können... vielleicht flankieren. So, und ihr kommt ebenfalls einmal heraus. Chaos. So, dann da in den Rücken. Das ist nicht so intelligent, das mit dem Mammut zu machen. So, das kann, ihr könnt ihr mir reinklatschen. Bums. Und wieder raus. So, dann nehmen wir jetzt ein bisschen den Stress raus. Ihr könnt sogar mal chargen. Und du... ah, da ist er. Und nochmal. Und wieder raus. Stimmt, du bist auch noch. Chor-Chaos, ein Chor-Chaos, ja. Und Judge. Du kannst nochmal... ich weiß nicht, ob das bringt im Nahkampf, aber okay. Now is our time. Ja. Dann können wir ein bisschen aufreiben. Noch. Um...
Okay, hat jetzt vermutlich nicht ganz so viel gebracht, aber. Aber ist okay. Und aufreiben. Und den Champ umhocken. Wusel die Wusel. Yep, Kommandant ist verwundet. Wunderbar. Wunderbar. Der Anblick ihrer überirdischen Schönheit ließ mich erzittern, doch die Finsternis ihrer Seele traf mein Innerstes. Ein imperialer Soldat über Morati. Jo. Stimmt, diese Feuerzauber, die er dann machen hat können, die werden wahrscheinlich bei dem, die werden wahrscheinlich null Wirkung haben gegen Rüstung. Ich habe mich gerade kurz gewundert, wieso er nur 4 Kills hat. Aber wahrscheinlich wird das. Jo. Ein besserer Angriff sein gegen ungepanzerte Einheiten. Ziemlich sicher. Billiger Eisenhammer. König von Karak 8 Gipfel. Der wär interessant mit den Zwergen zu machen. So von der geografischen Lage her, ein bisschen in der Nähe dort unten bei Sartosa, Estalia und so weiter. In Immortal Empire sitzt ja dort bei den Grenzgrafen, also da auch grob in der Gegend, ja ebenfalls ein Ogerstamm. Thorgrim noch einmal zu machen, wäre natürlich ebenfalls spannend. Wie gesagt, von dem habe ich schon mehrfach gesprochen, dass das spannend wäre, eine Fraktion noch einmal zu spielen, die wir schon früher hatten. Und Karak Kadrin kann man ja ebenfalls spielen, ne? Ich habe jetzt vergessen, wie der Slayer-König heißt mit Namen. Jo. Sprich, zwischen den drei wird sie sich dann entscheiden. Wenn wir dann mit den Zwergen anfangen. Wird aber, wie gesagt, erst alles 23 erscheinen. Vermutlich kommt das Video hier ebenfalls erst 2023. So viel Zeit ist gar nicht mehr in diesem Jahr. Ja. Ja, ist im Grunde aber egal. Also da drüben, der Schauplatz hat sich
erledigt und erübrigt. So, die Armee können wir auflösen. Brauchen wir nicht. Und du kannst eigentlich noch ein bisschen Richtung Osten ziehen. Dann könnte man vielleicht mit Asrek ein bisschen da drüben noch durchraiden bei den Bersonlingen. Das wäre was für eine Idee für einen Bonuspart. Einfach nur ein bisschen hinterhältig und böse sein. Okay, der Bulfrick braucht noch eine Runde. Wieso das ausgerechnet im Imperium ist, leuchtet mir persönlich überhaupt nicht ein. Aber jo. Achso, okay. Einfach nur, weil er... Ja. So wird es jetzt gehen, ne? Ja, genau. Dann machen wir das auf jeden Fall im nächsten Part. Die letzte Schlacht muss halt dann schon mit Wulfric sein. Und genau, dann ein Bonus-Part, dass man wirklich mit Asrek noch ein bisschen... Mit Asrek noch ein bisschen raiden da drüben. Ja, und hier können wir eigentlich nur tun, das wird noch, oder uns um Fort Strakow kümmern. Du kannst den einmal blockieren und schaffst nicht einmal das. Wunderbar, dann schauen wir in die nächste Runde noch, in dem Part. Und dann macht man beim nächsten Mal nochmal Lackenloll mit Wulfric. Ja, okay, den Kerl gibt's ja auch noch. Den gibt's ja auch noch. Und ja, dann kann man sagen, ich weiß gar nicht, wann ich mit dem Run angefangen habe. Irgendwann im September biete ich mir ein. Ja, da war es ein paar Wochen heraus im Mortal Empire. Also irgendwann im September, sprich, dann habe ich eigentlich 3 Monate. Mitte September, jetzt ist Mitte Dezember, ja. An der langen Kampagne verbracht. Ich meine, ja, zwischenzeitlich ist mir auch die Zeit zum Aufnehmen ein bisschen abgegangen. Letztes Wochenende ist das ja zum Beispiel nicht ausgegangen. Und so zwischen Weihnachten und Neujahr wird wieder mal die Gelegenheit sein, um wieder mal sich am Vormittag schon dran zu setzen. So quasi aufstehen, das erste, was man macht, ist Kaffeemaschine einschalten. Das zweite, was man macht, ist mit einem Kaffee ins Zimmer sitzen. Und das dritte, was man macht, ist Immortal Empires starten und gleich mal eine Vormittagssession hinlegen. Das wird wunderbar. Das ist wieder so dieses alte Gefühl von wegen Ferien. Ich mich freuen.
Ein zutiefst erfreuter Doc. Und dann ist es im Grunde eh schon soweit, neues Jahr und ja. Und da kann man an der Stelle nur Danke sagen an euch alle. Weil 2022 für unseren Channel schon ein richtig fettes Jahr gewesen ist. Mal schauen, wer da wieder ist. So einfach aufgetaucht aus dem Nichts. Eine Schau, immer da. Es war echt ein fettes Jahr. Ich glaube, wir haben das Jahr angefangen mit. Ich habe keine Ahnung, müsste ich nachschauen, mit wie vielen Abonnenten und mit wie vielen Klicks, aber es ist echt irre, was da abgegangen ist. Dieses eine Kartenvideo. Das einmal eben hoch raufgerusht ist, auf, ich glaube, das steht jetzt bei 8300 Klicks oder sowas, das ist schon richtig fett. Also, da kann man schon. Da kann man mal nur Danke sagen dafür. Falls ihr es nicht gesehen habt, das ist das erfolgreichste Video bei uns. Also, wie gesagt, man merkt es von außen, wenn man auf dem Kanal landet. Wir sind eher so ein kleines Hobbyprojekt. Und trotzdem sind die 65 Abonnenten momentan eh schon ein Wahnsinn. Also, da hätten mein liebster Lieblingskollege Rock und ich nie damit gerechnet, dass das jemals so. Dass das jemals sowas wird. Okay, stimmt. Da hätten wir ein paar Mal mehr auf die Schlange wieder gehen sollen, weil jetzt haben wir dann den Unterhaltsbonus verloren. Das erklärt vielleicht, wieso wir so wenig Einkommen hatten vorher. Jo. Also genau, es ist auf jeden Fall das unser erfolgreichstes Video. Ein Kartenvideo, wo mein liebster Lieblingskollege Rock, ich glaube auf 8 Minuten irgendein Heftor oder sowas vorstellt. Ich muss gestehen, also bei dem Video selbst bin ich nicht dabei gewesen. Das ist was, das er alleine gemacht hat. Ein Solo-Run von ihm. Und er ist selbst total überrascht, dass das dass gerade das eine Video so megamäßig abgegangen ist. Und jo, da hat sie einfach was getan. Okay. Habe ich die übersehen? Kann das sein? Den haben wir übersehen dann, okay. Jo, aber dann wären wir so weit, dass wir uns die letzte Schlacht zu Gemüte führen. Herausforderer der Krähe. Aber das machen wir erst im nächsten Part. Ich sehe nämlich schon wieder, wir sind schon wieder bei 40 Minuten. Das langt. Genau, beim nächsten Mal, wie gesagt, die Abschlussschlacht. Und bin gespannt, was das kann und was das wird. Es verabschiedet sich der Doc von Gefunden Games, das bin ich, und ich sage grüß euch und tüdelü.